Hallo, grüß euch, servus zum neuen Video. Heute geht es hier bei der Hütte weiter, das ist jetzt der dritte Teil, meine ich. Das erste, was ich jetzt mache, alles was auf dem Kipper drauf ist, das fahre ich weg. Der Kipper ist voll beladen, ich hole mir jetzt einen Traktor und dann kippe ich das auf meinen Misthaufen drauf. Ja, und anschließend mache ich mal die ganzen Löcher hier zu, weil da schauen schon die Hühner durch. Hier schauen schon die Hühner durch die Löcher durch. Siehst du mich? Ja, und wenn ich hier innen alles schon mal zu habe, sind ja einige Bereiche, wo ich Bretter, neue Bretter drauf mache. Hier habe ich mir vielleicht sogar überlegt, ich habe noch ein paar OSB-Platten, ob ich mir nicht sogar eine OSB-Platte drauf mache. Wird wahrscheinlich einfacher sein, als jetzt hier lauter einzelne Bretter. Anschließend kommt es von außen, dass ich mal von außen die Bretter erneuere, so gut wie es geht. Und dann werden wir hier wieder neu einstreuen, also neues Stroh reintun. Ja, also ihr seht schon, immer viel zu tun bei mir. Dann würde ich sagen, bevor wir lang reden, fangen wir einfach mal an. Na. Nicht die Bremse vergessen. So. Thank you.
hier rückwärts fahren mit dem Anhänger. Das ist so dermaßen kompliziert. Er will nicht so, wie ich will. Wenn ich in die Richtung lenke, dann will er andersrum. Wer von euch kann so einen Anhänger perfekt rückwärts fahren? Also ich muss noch lange üben, glaube ich, bis ich das mal beherrsche. Ich bin immer das Auto gewohnt, beziehungsweise den Autoanhänger, aber das ist so dermaßen schwierig, ich kann es nicht. Also nicht wundern, ich versuche jetzt hier nochmal vorwärts zu fahren und wieder rückwärts zu fahren, um den Anhänger, den Drehscheibel in der Position zu bekommen, dass ich ihn hinterherziehen kann. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt klappt. Wunderbar geklappt. Wenn ihr mal da Tipps für mich habt, wie ich das am besten üben kann oder wie man das macht, einfach, dass das besser geht, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ich glaube, ich brauche da noch viel. Ja, ich bin mir einmal nicht sicher, mit was ich das zumache dann. Erst habe ich zwar gesagt, mit USB-Platten. Wenn ich jetzt hier allerdings eine USB-Platte drauf tue, ja, es gefällt mir nicht mehr. Es schaut nicht so schön aus. Ich möchte schon, auch wenn es ein alter Stall ist, aber ich meine, dieser Charme von einem alten Stall oder alter Stallung oder Gartenhütte oder so, den möchte ich schon erhalten lassen. Und wenn ich jetzt hier so eine neumodische USB-Platte draufklatsche, das... Ja, durch das, dass jetzt offen ist, sieht man halt doch rein. Und mir gefällt es einfach nicht mehr. Jetzt hinten habe ich ja eh noch diese Bretter hier. Ja, die mache ich jetzt einfach hier rein. 1 Meter brauche ich es hier. Ganze Länge werde ich für ganz oben bis ganz unten. Wie lang haben wir da? 2 Meter. 2,10 Meter sowas. Ja, die ganze Länge tausche ich es nicht aus. Hier oben lasse ich. Ich mache jetzt echt bloß bis hierher.
Was nehmt ihr eigentlich für Schrauben her? Also mittlerweile ziehe ich die Wirtschrauben vor. Also ich mag die total gern. Früher habe ich Schrauben genommen, wo ich es gerade günstig bekommen habe. Sprich vom Supermarkt oder Discounter, wo sie im Angebot waren. Bis hin zu Baumarktschrauben, die günstigsten. Und entweder, wenn ich es benutze, da ist mir schon oft passiert, ich benutze die Schrauben, dann beim Reindrehen reißt mir der Kopf ab. Oder was mir auch oft passiert ist, dass das Holz splittert. Also du schraubst die Schraube rein, gerade im Randbereich, und das Holz splittert total auseinander. Das passiert halt mit diesen Schrauben nicht. Also ich mag die total gern. Es gibt vielleicht auch andere, die... die so ähnlich funktionieren wie die Wirtschrauben. Nehmen sich aber dann, habe ich gesehen, vom Preis her auch nichts. Also die sind genauso teuer. Was nehmt ihr da so her? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was ihr gut findet. Also ich kann solche empfehlen, ohne jetzt Werbung zu machen für Würth, weil ich kein Geld dafür verdiene. Mich kosten die Schrauben ein Vermögen. Das ist nämlich der Nachteil, sie sind schweineteuer. Das nächste mit Strich? Hier. Das war gut. Ja, das sind die ersten drei. Na, dann gibst du mal die ersten Bretter her. Dankeschön. Muss man noch welche zusägen? Nein, zu schön. Warte, vielleicht das. Vielleicht das. Schon alt und kaputt. Ja. Na, Mist ein bisschen. Ja, wir schneiden es neu zu. Kleines. Aber ja, wenn wir jetzt keins finden, das da reinpasst, dann haben wir Pech. Ich hab eins. Das vielleicht. Na, das ist ja gut, das wäre. Ich gehe jetzt einfach oben drauf. Ja, hier ist ja auch oben drauf. Hier ist auch oben drauf. Das macht jetzt aber auch nichts. Wichtig ist, dass man da... Hä? Auf meinen Finger. Ich halte es unten.
Ja, ich würde sagen, auf der Seite passt wieder alles. Hier ist dicht. Ja, ihr seht schon, ich lege jetzt da keinen Wert auf eine super Reparatur, dass es wieder wie neu ausschaut, sondern ich möchte es einfach so weit erhalten oder reparieren, dass es nicht mehr weiter auseinanderfällt. Erst einmal, dass es wieder stabil ist, dass die Löcher gepflückt sind. Und mir ist bewusst, das ist eine alte Hütte. Aber ich will es einfach so lange erhalten, wie es nur geht. Das werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr irgendeinen alten Stall habt oder so, wahrscheinlich genauso machen. Wenn irgendwo was kaputt ist, ein Brett kaputt ist, dann versucht man einfach mit bestehenden Mitteln oder mit das wieder zu reparieren. Also ob man jetzt das alte Brett rausmachen muss oder nicht, oder ein neues reinmachen, das ist ja in dem Fall wurscht. Hauptsache sie hält wieder. So, das ist jetzt die Rückseite von der Hütte. Natürlich jetzt in sehr marodem Zustand, zumindest stellenweise. Ja, wie machen wir das am besten? Ja, aber ich tue jetzt nicht hier, also was heißt alle Bretter runter, wird das Gescheiteste sein und einfach neue Bretter drauf. Aber hätten wir wahrscheinlich auch sogar wieder lange Ruhe. Aber bis da oben ist nur in einem guten Zustand und hier fängt es erst an schlecht zu werden. Also nur im unteren Bereich, wo es schlecht wird. Ja, ich werde den unteren Bereich rausschneiden. Das bringt mir ja eh nichts mehr hier. Den oberen Bereich lasse ich drin. Bis hierher. Ich glaube, hier ist ein Balken drin. Hier ungefähr ist ein Balken drin. Bis hierher schneide ich es raus. Und dann setze ich mal hier nochmal Bretter rein. Unten. Ja. So, jetzt räume ich mal die ganzen Bretter auf und dann schauen wir, was wir hier reparieren können. Neue Bretter kann ich natürlich jetzt auch nicht so einfach hin tun. Es ist ja nichts da, wo ich es festschrauben kann. Das heißt, ich muss hier erst einen Balken dahinter setzen, wahrscheinlich hier rüber auch. Ja, das Stückerl hätte ich jetzt eigentlich auch noch rausschneiden können. Da ist ja auch nichts dahinter. Könnte man genauso jetzt noch wegschneiden, macht keinen Sinn, das jetzt schneiden wir noch schnell weg. Gut. Wenn ich hier so reinschaue, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber es sind alles von Eichhörnchen oder was oder Mäusen hier reingetragen worden. Und das ist wirklich so hoch. Also die Mäuse, die isolieren sich da schon drin. Die bauen sich da schon richtig Nest da drin. Natürlich über, ich weiß nicht, wie alt die Hütte jetzt ist, 40 Jahre vielleicht. Ich schaue jetzt überall, wo ich Holz habe, dass ich Holz hernehme für die Rückwand. Das heißt, ich schraube mal die Bretter hier runter, ich schraube mal die Bretter da hinten runter und die hier nehme ich her. Also ich sammle jetzt auf gut Deutsch Holz, um die Rückwand
zu reparieren. Ja, hier haben wir zwischenzeitlich schon mal aufgeräumt. So, die letzte Schraube verbaut. Wirklich die letzte Schraube. Ich bin fertig. Der Akku, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Der Akku komplett leer. Letzter Strich. Ich habe den jetzt den ganzen Tag schon benutzt. Für alles. Und der Akku hält immer noch. Und zwei Bretter noch übrig. Ja, jetzt muss ich mal schauen, was ich noch mache. Das Dach ist stellenweise noch undicht. Da habe ich noch Bitumen. Dazu muss ich allerdings erst das Dach säubern. Da liegen ja die ganzen Äste drauf. Gesundheit. Okay. Da liegen ja die ganzen Äste auf dem Dach. Also ich muss die ganzen Äste mal runterholen. Dann oben weitermachen. Ich hoffe halt einfach mit der Maßnahme, dass ich die Hütte wieder für ein paar Jahre, für die nächsten 5 Jahre vielleicht retten kann. Und ich denke mal, das geht. Ja, das passt. Schaut super aus. So. Gut, das war's für heute mit dem Teil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.